Im Euro geht es ganz fest an Kragen. Er liegt bei uns jetzt auf dem Schragen. Es tut Rumoren oft erwärmt, der Markt das spielt verrückt. Es dreht sich alles nur ums Geld, der Sparte wird verbockt. Die Spekulanten sind erwischt, die ganze Branche krank. Wir haben dafür kein Gegengift in unserem Medischrank. Wir sind darum zu euch heute gekommen, nicht denen ihre Spleen. Denn Lachen ist doch immer noch die beste Medizin. Könnt ihr euch noch klatschen? Frau Merkel macht sich allerhand Ferien in Griechenland. Minus Zinsen, Schuldenschnitt, der SMI verrockt. Es werde das, ist jetzt der Hit, Billionen nachgedruckt. In Griechenland passiert gar nichts, Frau Merkel ist ja da. Ich sette diesen faulen Leuten für Schulden nachher noch. Ob Drachme, Euro, Dollar, Pfund, wir werden die Nomen halt, dass endlich uns Karnöffel zupft, er gut die Gage zahlt. Es braucht jetzt endlich Gottfried Stutz einen zünftigen Fassadenschutz. Es strahlt schon bald im neuen Kleid das Haus beim Heiligblut. Ein toller Bau haben sie hergelegt, der Anblick, der tut gut. Trotzdem hättet mir ein Tipp, wir können's noch schöner haben. Pflanzet doch das Werde heute paar Bäume noch vorne dran. Und wenn sie wachsen zuoberst du, das wär doch ganz verrückt. Und gar noch positiv dazu, die Fassade wär verdeckt. Frau Giri können wir heuer nicht loben. Sie schafft mit DDR-Methoden. Der Staat macht einen guten Job, die Sparung, wo sie könnt. Das Steuern wäre für alle top, nicht nur mehr aufgönnt. Doch jetzt übertrieben sie's, der Kundendienst läuft noch. An der Gemeinsversammlung, hure mies, gibt's keine Rede noch. Wenn jemand etwas sagen will, dann muss in Zukunft da selber von daheim jetzt ein Mikrofon mitnehmen. Die Wut auf die Gemeinde ist nicht so gross. Die meisten arbeiten ganz von uns. Doch gewisse Sachen, das ist klar, die laufen doch noch rund. So müssen wir gar nie Sorgen haben, ob die Steuererklärung kommt. Der Blut zu uns, das ist kein Hit, wegen Wasser, Zins und so. Nur der Werkdienst, der ist fit, die Männer machen froh. Der Schocki ist und bleibt der Best, und das hat seinen Grund. Der schoret schon im Friedhof hin,
bevor es Schneien kommt. Unser Job wird geil und geiler. Jetzt sind wir noch Selfitis-Heiler. Ein ganzer Haufen Prominenz ist auf dem Selfie-Trip. Sie zeigen weltweit ihre Schwänze, wie wenn das wär ein Hit. Wir hätten es bald jetzt auch probiert und zu denen zukommen lassen. Wo wäre ich da dran interessiert, doch nicht hätte können kommen. Wir wären die Vögelblut heute hier, doch leider zum Verdruss. Müssen wir sie jetzt bleiben lassen. Es ist uns kalt für uns. Beim Gewerbeverein, da kommen wir jetzt raus. Jetzt haben wir da ein Warenhaus. Es tut ein Mann in die Post gehen und gleich schon ruft er aus. Mit diesen blöden Zähnen da, da kommt ja keiner draus. Nach 20 Minuten wird's dann gut, doch ist er endlich dran. Er müsste uns jetzt in voller Wut für die Frau Ravioli haben. Das Fräulein sagt, das ist ja schade, ja, unser Geschäft, das läuft. Wir haben vor 10 Minuten gerade die letzte Büchse verkauft. Der Pfarrer Martin, der macht's gut. Der von Chur bringt uns in Hut. Zwei. In Bürgle sagt ein junger Mann, ich bin ein armer Gesell. Der lieb Gott tut mich nicht mehr gern haben, bin homosexuell. Liebe Vitus, hilf mir doch, ich has so kein Beschwer. Ich gehe in ein grosses Loch, Geld du tust vergeben. Kein Sagen, nein, da bleib ich hart, seitdem der fromme Mann. Doch Zärtlichkeit ein klein im Bett, das könnt ich von mir haben. Das wär's, wir machen Schluss, das Jahr ist schwierig gesehen. Es geht überall so viel Verdruss, ja, die Welt spielt immer mehr. Es fällt uns schwer, wie selten je, zum Späßli machen da. Weil die Menschen alltag kannst es sehen, sich Grindetüren verschlossen. Doch jammern, das hilft dich kein, es ist besser, wenn man lacht. Probier ich's auch jetzt und daheim. Ciao zusammen und gute Nacht. Großen Applaus für Karl-Friedrich, den Rest ist schon mal.